Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, wir haben ja in der letzten Folge hier das Stahlsystem erweitert, indem wir das Eisen um eins weitergesetzt haben und eine weitere Stahlfabrik hier eingebaut haben. Das ist ja hier ganz gut. Und ihr habt auch gleich geschrieben, muss ich nochmal nachschauen, ich bin jetzt leider relativ spät erst zum Aufnehmen gekommen, deswegen... und ich war viel unterwegs, deswegen hatte ich leider nicht so viel Zeit, die Kommentare zu lesen. Aber ja, ich könnte natürlich das hier anschließen. Der Sinn ist einfach, hier sozusagen die Verteilung zu halten. Oder halt zu sagen, ich tue das anders zu verteilen. Aber ich will einfach sozusagen, was, wenn einer mal stoppt, weil irgendwas ist, kann da die Produktion trotzdem noch weiterlaufen. So, aber auch mit dem neuen System scheint jetzt alles gut zu laufen. Und wenn ich es richtig hoffe. Sind wir langsam am Aufbau wieder von Stahl. Was natürlich bedeutet, dass unser Stahlnachkommen oder Auffüllsystem jetzt langsam funktioniert. Weil hier sind jetzt schon wieder 44 Stahl drin. Bedeutet, wir werden mal dem Stahl hier wieder die Erlaubnis geben, loszufahren. Was das System wieder ein bisschen in Schwung kriegt. So, die Anlage läuft und hier sehen wir schon das neue Problem. Das eine Ding ist sehr, sehr untertrieben. Das werden wir auch ein bisschen umsetzen müssen noch. Dass wir das Ganze ein bisschen anders ansetzen. Ich glaube, mit der aktuellen Leistung können wir um einiges mehr nutzen, rein theoretisch. Der schluckt 3,75 und du schluckst 6, wenn du was brauchst. Ich bin jetzt gerade beim Überlegen, ob ich einfach hier noch eine zweite Anlage... Also, Entschuldigung. Das Ding hier hin kopiere. Warum kopiere ich das so hin, damit ich sozusagen hier das drüber setzen kann? Also, flacher Aufzug hier hin. Flacher Aufzug... Nein, Rotate. Hier hin. Anschluss, Anschluss. 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 Dann hätten wir schon mal die Anlage verdoppelt und sollten auch das Ganze ein bisschen besser handeln können. Auch von der Masse her. Unsere Teraflops sind halt weit unter dem, was wir brauchen teilweise. Das ist... Nun mal leider so. Also, ich hab. Das sollte ich auch fertig bauen, ne? Sonst wird es nichts. Mit den Teraflops ist es halt problematisch, weil wir brauchen eigentlich Teraflops. Wir werden dich jetzt mal aktivieren. Weil rein theoretisch produzieren wir jetzt genug. Problem ist natürlich, die Masse, die wir jetzt hier wenden, wird an unsere Teraflops noch nicht rankommen. Dafür müssen wir das System hier noch ein bisschen ausbauen. So. Sonst schauen wir aber mittlerweile echt gut aus. Finde ich. Wir brauchen halt hier hinten Stahl. Das ist so eine Sache, die natürlich da bleibt. Aber wie es ausschaut, füllt sich das Lager nicht ganz an. Aber wir sind, glaube ich, immer noch an der Position, wo wir sagen können, es ist eigentlich nicht... so großer Verbrauch da. Also die Stahlmasse scheint zu laufen. Wenn ich das anschaue, ja. Wir produzieren natürlich jetzt auch gerade nach. Das ist alles ein schlechter Zeitpunkt zum... Alter, heute ist meine Stimme. Ich brauche ein bisschen Flüssigmaterial. So. Zurück zum Thema. Es geht natürlich jetzt alles hier nicht so flott, wie man es haben möchte, sollte, wollen. Wait. Ah, ne, diese Elektronik 3 noch, Schuppen, die ich abgebaut habe. Man sieht natürlich Teraflops und alles geht natürlich auch nicht in der Menge voran, die ich gerne hätte. Wie viel brauche ich hier für eine Anlage? 25, bedeutet, ich kann nochmal upgraden. Aber wir sind halt noch lange nicht bei den 100. Ich hoffe halt, dass das wird und dass sich das hier vergrößert. Problem ist natürlich, wenn es immer stoppt,
weil uns die Teraflops ausgehen. Das sind immer blöde Momente. So. Ich würde gern ein anderes Heliumlager errichten. Was ich einfach genauso wie das andere hier temporär hin platziere. Sag, ich hätte hier gern Wasserstoff drin. Dann kann ich nicht die Freunde hier vorne abreißen. Genauso wie dich abreißen kann. Problem ist, sie haben ja echt Tonnen an... Aber dann habe ich die... Warum habe ich die pausiert? Habe ich die absichtlich pausiert? Ah, scheiß drauf. Machen wir es schnell. So. Die Sache ist ja, wir wollen ja hier hinten sozusagen... jetzt... Oder ich würde gerne das Ganze nach hier vorne setzen. Um die Fläche wieder frei zu kriegen. Dann werden wir nicht hier nur zwei Kabel hin und her ziehen. Das ist einmal Frischwasser, was reinkommt, und einmal der Dampf, der geschickt wird. Da haben wir ein Fahrsystem. Vielleicht machen wir auch zwei Kabel, die Frischwasser ziehen, und ein Kabel, was das Dampf zieht, oder zwei Dampfkabel. Das werde ich mir noch anschauen. Aber grundsätzlich wären wir sozusagen so weit, dass wir nur noch zwei Kabel fahren haben. Und um das ganze System halt ein bisschen zu erleichtern. Außerdem kann ich die Masse von den Dingern hier drüben erhöhen und hier oben Wassertanks platzieren, die halt das Ganze wahrscheinlich ein bisschen erleichtern werden. So, das Problem ist natürlich, die Auslastung ist massiv aktuell noch. Wo fahren wir denn aktuell extrem hin? Verfügbar zum Zuweisen. Zum Baumgarten. Habe ich vier von diesen Dingern gebaut? Ernsthaft? Nee, hä? Zu Gebäuden zugewiesen. Eigene Fahrzeuge. Die Sache ist natürlich, ich bin mir gerade nicht sicher. Es wäre so eine cool zu sehen, so eine. Gibt es eine Landkarte dafür? Warte mal. Gibt es eine Karte? Nein, das war falsch. Overlays. Nee, scheint es gleich nicht zu geben. Cool fände ich eine Karte, wo du siehst sozusagen Geröll und Unrat entfernen, okay. Also ich hätte gerne eine Karte einfach, wo du siehst, hey, ich verkipp das hier jetzt. So, weil eine der Sachen ist zum Beispiel auch, dass halt hier, wo ist es? Relativ viel zu verkippen ist die ganze Zeit. Die fahren halt auch die Massen jetzt. Und wir müssen immer gucken, dass wir eigentlich hier einen Schritt voraus sind. Dass das Verkippen funktioniert. So. Erledigt. Die haben genug zum Graben, das ist super. Die graben sich hier auch schön durch. Und die haben immer noch genug zum Verkippen, wie es ausschaut. Ich glaube, da muss ich mir jetzt länger keine Sorge mal zur Abwechslung machen. Hier wird auch verkippt, wie blöd. Schon fast die Fläche, die wir hier nutzen, ne? Wahnsinn. Und dich habe ich nie geupgradet. Ha! Lol. Ich habe auch die Anlage eigentlich nur einmal verdoppelt und das war's. Also die Anlage ist verdammt gut gelaufen bis jetzt. Also echt erstaunlich gut. Ich schaue gerade auch die Zahlen hier an, die hier laufen. Nicht schon wieder eine Grippe. Ich muss mich jetzt echt ums Gesundheitssystem kümmern. Ich glaube, das sollten wir vielleicht heute sogar angehen. Weil, das heißt jetzt wieder, ich muss handeln. Ich sollte mir jetzt echt überlegen, ob ich hin... Ich werde hier, glaube ich, meine Gesundheitsproduktion hinsetzen. Weil irgendwo läuft hier echt Plastik. Hier läuft Plastik. Ne, das Polysilizium. Wo läuft Plastik?
Rest my plastic. Das ist Plastik. Kunststoff. Und den Kunststoff müsste ich dann hier irgendwie rauskriegen. Müsste ich dann hier eine Bahn einbauen. Ah ne, warte mal, der fährt hier so. Kunststoff. Gesundheit ist wieder gerade, super. Grippe leicht, aber wahrscheinlich nicht durch Medikamente verbessert oder so. I don't know. Verschmutzung durch Schiffe, Verschmutzung durch Fahrzeuge. Wasserverschmutzung ist immer noch extrem. Wasserverschmutzung. So, ich gebe euch mal zwei weitere. So, jetzt haben wir schon mal 100. Bedeutet, ich sollte wenigstens bis zu 108 kommen. Ne, wir haben 102 schon sogar schon. Also wir sollten nicht mit Down in den roten Bereich kommen mit seiner Zukunft, hoffentlich. Hoffentlich. Anschauen, was hier alles passiert. Aber soweit schauen wir ganz gut aus. Ah, Brenngas. Ich hasse Brenngas. Also so ein bisschen. Ich habe hier irgendwo noch Wasserverschmutzung laufen, wie es scheint. Wo habe ich noch viel Wasserverschmutzung am Laufen? Hier. Warum läuft hier zum Beispiel so viel Wasserverschmutzung? Das ist doch gar keine Prio. Oh, warte mal. Der ist voll und keiner kümmert sich um das, weil hier alles voll ist. Merkt ihr, dass ich schon wieder nicht dazu komme, was zu tun, was ich will? Weil wir schon wieder keinen Platz für Schwefel haben. Gut, aber wir wissen ja jetzt aus Infos, dass man einen Handel mit Schwefel machen kann. Blaupausen? Nee, Handel. Handel. Darlehen? Kann ich verkaufen? Neues Darlehen. So, warte mal, wie funktioniert denn das? Ermöglicht Ihnen das Leihen von Produkten aus anderen Siedlungen auf der Weltkarte. Geliehene Produkte werden an Ihren Handelsstock geliefert. Sie müssen die geliehenen Mengen mit zusätzlichen Zinsen in jährlichen Raten zurückzahlen. Die Zahlungen werden aus Ihrem Handelsstock abgezogen. Weshalb Sie sicherstellen sollten, dass die Lastwagen regelmäßig Stock beliefern. Okay, nee, das wollen wir nicht. Ich würde gerne Schwefel verkaufen gegen Schlamm. Der Ruf muss mindestens zwei sein. Wo zur Hölle ist das? Jetzt darf ich wieder die Dörfer abklappern. Karte. Welches Dorf brauche ich für diesen Vertrag? Wo sehe ich? Achso, warte mal, jetzt muss ich wahrscheinlich hier und dann. Nee. Schiffsaufträge besuchen. Ich weiß nicht mehr, was du im Vertrag willst. Fährt unser Schiff jetzt weg? Ah, ne. Ah, doch. Lol. Das musste echt wie so. What the fuck? Also, ich sehe, dass es einen Auftrag gibt, aber der. Prost. Prost. What? Ich muss gerade überlegen, was ich Mainstream kann. Und wo aktuell ein Fehler ist. Ist es vielleicht die Kohle? Was bist du hier? Mal, du bist meine Wasserstoffanlage, genau. Die hat auch noch keine Entlädt, ne? Weil. Aber sie haben es versucht. Ah, ich sehe ein anderes Problem wahrscheinlich, was jetzt gerade hier viel Wellen schlägt. Ich muss irgendwie das hier verkippen. Kann ich hier irgendwie da oben einen Absetzer platzieren? Das wäre mega cool.
Ah, oh, das wäre so geil. Warum kein Schwenkarm, Mensch? Einfach weil ich es gerade kann. So, warte mal. U-förmiges Förderband 2. Ich will gucken, ob man das hier irgendwie so ausgleichen kann. Teraflops. Wie viel haben wir zur Verfügung? 40. Bedeutet, ein Teraflop-Upgrade kann ich noch machen. Jetzt hat das Ding 88 Teraflops zur Verfügung. Wir laufen trotzdem vollkommen am Limit. Und das Lager wird leer. Ah, nee, das war nicht der Plan. Ist halt aktuell so. Aber wir suchen eh gerade. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Zurück hier. Schiffsaufträge, ja. Aber wo sind denn die? Die Siedlung haben wir noch gar nicht erforscht, okay. Ah, hier schon. Hier sind die. Oh, da hätte ich ja gar nicht hinfahren müssen. Handeln, 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 nee. Bist es dann du? Nee. Du brauchst Gold für Mikrochips. Du. Auch nicht. Dann bist es sicher du. Nee. Du? Nee. Welches Dorf ist denn das jetzt? Aber mal hin, das ist ja noch ein Dorf. Nein, warte, jetzt habe ich schon geguckt. Hä? Grundwasserbrunnen. Übersehe ich gerade was? Ich übersehe doch gerade was, oder? Oh. Oh, fuck. Gewonnen. Wuhu. Trotzdem, jetzt warte mal. Welcher von diesen blöden Handelsplätzen ist denn das jetzt? Hähnchen. So, wir gehen das jetzt strategisch ab. Nein. Was ist das? Eisenerz. Du bist kein Handelsplatz. Du hast keine Aufträge. Gold. Das ist eine Siedlung. Sonst habe ich noch keine besuchten Siedlungen. Wo kommt dieser Schwefelhandel her? Ach nee, warte mal. Quatsch, ich gucke falsch, glaube ich, die ganze Zeit. Oh, ich bin ein Idiot. Hier unten sind die. Oh mein Gott, ich gucke da und falsch. Ich muss nach Verträgen gucken. Bei dir habe ich gerade schon geschaut. Stopp, geh weg. Du hast den Schwefelhandel und bei dir haben wir einen Ruf 1. Wenn ich bei dir spenden klicke, gut. Jetzt habe ich's. Schön. Nicht schon wieder. Hä? Ist die Wasserstraße? Warum ist die Wasserstraße? Ach so, ja, weil das jetzt gerade pumpt, wie blöd. Kriegen wir das vielleicht mal leer? Ja, okay, dann muss ich jetzt den Schwefel. Die Frage ist, wo baue ich den Hafen hin? Das ist two ways. Okay, also bedeutet, wir brauchen einen kleinen Frachthafen. Gelände zu hoch. Das Gelände ist wahrscheinlich zu niedrig, ne? Ja. Bedeutet, ich müsste es wahrscheinlich nach da vorne. Hier hin? Nee. Ich habe alles auf 1 gebaut. Das war vielleicht ein Fehler. Bedeutet, ich müsste irgendwo einen Hafen bauen. Wie hoch ist denn das Gebiet hier? Warte mal.
Dann wird das der Hafen. Fertig, aus. Hier entsteht ein Frachterhafen. So. Problem, ich muss den Schwefel nach da drüben kriegen. Komplett durch die Anlage durch. Wenn ich lagere, dann richtig. So, kann ich die einfach schnell fertig bauen, vielleicht auch? Dann sage ich, der hier braucht Schwefel. Und dann kann ich doch sagen, bitte leeren. Und der soll mindestens zur Hälfte voll sein. Dann sollten ja ein paar schlaue Geniusse anfangen, den zu entleeren. Und dadurch sollte unsere Produktion wieder hochfahren können. Richtig? Richtig. Gut, schauen wir zurück mal aufs Meer. Denn irgendwo müsste ja unser Schiff sein. Das Schiff ist schon wieder zurück. Gut. Wir wollten... Nein, nicht mit dir handeln. Du hast den Auftrag. Jetzt muss ich dich natürlich auch noch reparieren. Weil man, der muss hier einmal außen rum fahren. Das ist dezent dumm. Nein, rotate. Schlaue Leute verkippen jetzt da. Das war jetzt der erste Schwefel, der hier rauskommt. Weil der hier hat genug. Und produziert auch auf Masse. Kann ich dem vielleicht erstmal einen zuweisen? Und dann sagen, Exportroute hierhin. Ja, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen Taktikspiel, aber unser Stahl scheint gut zu funktionieren mittlerweile. Was unsere Produktion ja so umso schöner macht, in dem Fall. Das ist natürlich super. Ja, der Kleine fährt auch ein bisschen Ding hin und her. Na, schau, der fährt jetzt den ganzen Klabums. Mit einer so einer Menge kann man natürlich ein bisschen arbeiten. Und das kann die ganze Anlage ein bisschen wieder ins Rollen bringen. Und wenn die anfangen, immer wieder so ein Stück rauszunehmen. Schau, jetzt fahren sie nicht den Schwefel hier rüber. Und das entleert einmal das komplette Lager rein, theoretisch. Und dadurch wahrscheinlich auch diesen Zuführtank. Den wir normalerweise ja voll haben. Oder jetzt leer hatten. Würde jetzt müsste das System auch wieder immer leerer werden. Sie sind so hin und her fahren und ich hoffe, dass der Tanker. Nein, er hat ein ganz anderes Ziel jetzt gerade. Schade. Aber die fahren jetzt gerade alle mal den Schwefel, dieser Schritt. Na, du hast dich umentschieden. Der Schwefel wird schön leer. Ich müsste auch rein theoretisch das Atomsystem, Atomreaktorsystem komplett neu erfinden im Background. Das ist ja alles eigentlich so ein bisschen in der Schwebe.
Weil mein Ziel fürs System ist relativ simpel. Das bauen wir jetzt mal hier so circa auf. Also so die Idee bauen wir mal vor, okay? Also im Grunde sind hier immer solche Adapter drin. Ich liebe meine Adapter, ja, hate me for it. Und diese Adapter haben zwei Zuläufe immer. Warum zwei Zuläufe? Weil einfach es so schlau ist. So. Auf der anderen Seite ist das nicht so schlau, ne? Weil. Mir wurscht es, wie die Verteilung ist. Es muss eh überall hin. Und wenn ich immer 50-50-50 mache, der Dampf muss nur weg. Also rein theoretisch ist es wurscht, wenn ich den Verteiler einbaue. Warte mal. Ich will bloß zwei Rohrleitungen. Warum zwei Rohrleitungen? Ganz simpel. Zwei davon sind... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Zwei davon... Zwei davon... Komm schon. Zwei davon sind für Dampf, zwei davon sind für Meerwasser. Und das ist nicht der Plan gewesen. Einmal rotaten, please. Also das Modul... Das taugt mir schon nicht. Ich hätte gerne... Weißt du was, wir machen jetzt erstmal die Module fertig. So, Punkt. Das Idee dahinter ist, dass wir Module haben, die zugeführt werden von dem Ganzen und dann wieder abgeführt werden. Deswegen zwei Rohre. Die zwei Rohre werden am Anfang halbiert oder gefüttert und dann sozusagen durchgeleitet. Bauen wir doch vielleicht erstmal das Modul. Das Modul soll jeweils... Wo ist das thermische System? Das Problem ist, dass auch immer die Sohle, die abläuft. Ich hätte gern immer, dass die aus 4 Modulen bestehen. Das kopieren wir jetzt und tun es nicht löschen. Rotaten das. Und flip. Ne, passt schon. Ich glaube, ich hätte gerne die einzelnen Module gerne geflippt. Also dich hier nehmen und... Das jetzt für alle anderen auch machen. Weil dann einfach die Ausgänge gleich sind. Und vielleicht auch flippen, ne? Das wäre schlau, Herr Willert. So. Gut. Was führt hier zum Beispiel ein so ein Strahl zu? So. Der führt hier zu. Den Dampf. Egal welche Stärke, Dampf wird zugeführt. Genau. Dann müssen wir einmal hoch. Genau, das sind wir auch hier. Sind rein theoretisch, wenn ich das kopiere. So, das ist sozusagen ein Modul, wo die Flüssigkeiten dann reinkommen. Und das ist die Idee dahinter ist halt immer modular vorzugehen, weil wir haben jetzt hier aktuell fix verbaut 9 Stück. Bedeutet das Ding hier, kommt eigentlich an dieselbe Leistung ran, aber ich kann dahinter noch 5 andere stacken. So. Abgeleitet wird natürlich wieder vor Ort. Von hier. Nach hier vorne. Wie gesagt, alles in einem fixen System. Ich versuche das relativ gleich zu halten. Und zwei Abstand hat auch einen Sinn, Leute. Don't get crazy now. So. Okay, hier könnte ich natürlich anders vorgehen, aber... Eins hoch.
komm, lass mich das doch da platzieren, wieder so wie ich es möchte. Danke. Die Idee dann, das immer ein gleiches System zu fahren. So. Und hier unten dasselbe vornehmen. Und jetzt kann ich ja das hier kopieren, sozusagen. Oder auch nicht ganz, weil natürlich keine Anschlüsse da sind. So. Und schon hat sich das Ganze hier sozusagen eingebaut. Deshalb muss ich jetzt hier eigentlich nur noch einmal drüben machen. Habe ich jetzt die Rohrleitung 2 oder 3 genommen? 3. Warum gehe ich direkt auf Maximum? Für Notfälle einfach. Es ist dumm, ja, I know. Aber ich finde, es ist schlauer. Ich gehe aufs Maximum hinaus, was passieren könnte. Als dass ich eine halb gescharte Geschichte mache, ne? So. Und hier hinten wird dann immer ausgeführt. So, und warum habe ich das jetzt zum Beispiel so gebaut, dass ich hier genug Abstand habe? Erstens, ich muss nicht immer mit Platz aufhören zu sprotzen. Aber vor allem will ich dieses Modul immer anschließen können. So. Jetzt kann ich hier reintisch die 2 Kabel hier nehmen. So drüber platzieren und es hat sich erledigt. Und jetzt kann man hier hingehen und sagen, hey, okay. Wir schließen das Ganze an. Zack, fertig. Schon ist das System angeschlossen. Und genau das System würde ich halt gerne hier unten jetzt bauen. Deswegen tun wir auch hier gleich zeigen, was der Plan hinter ist. Indem wir das komplette Teil hier einmal kopieren. Flippen. Und hier ready machen für den Anschluss. Aber jetzt darf ich hier keinen Anschluss machen. Weil ich hier schon Anschluss habe. Oh, ist das mies. Okay, dann ein bisschen die Planänderung einnehmen. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, aber gut zu wissen. So. Dann halt so. Ist ja wurscht, oder? Dann haben wir jetzt hier ein neues System. Und seitlich laufen dann immer die 2 Stränge mit Frischwasser runter und beziehungsweise Frischwasser, würde ich sagen, geht erstmal hoch und geht dann mit einem eigenen Obwohl. Jetzt ist die Sache, das Frischwasser muss ja rein theoretisch zurückgeleitet werden auch immer. Nicht nur immer hochgeleitet. Obwohl rein theoretisch kann ich sagen, die eine Seite ist... Ja, aber das ist auch wieder dumm, ne? Obwohl eigentlich, nee, wir brauchen relativ viel für die Eigenproduktion. Und alles, was drüber geht, wird dann für die öffentliche Produktion gemacht. Wenn ich hier unten also einen Verteiler einsetze, sollte das funktionieren. Also ich muss jetzt einmal kurz gucken, dass hier unten die Produktion nicht auf Null läuft. Was nicht schon wieder fast passiert, deswegen werde ich dich einmal ganz kurz pausieren. Und die Serverfarm nochmal ein bisschen upgraden. Aufs Maximum, dann sind wir jetzt bei 112 Teraflops. Und sollten fürs Erste eigentlich gut produzieren können. Dann produziert ihr nicht 3 alle 60? Bedeutet, er braucht echt noch mehr?
Okay, holy shit. Gut. In dem Fall möchte ich auch gerne auf die Karte, auf mal zum Schiff hier schauen. Alle benötigten Teile geladen, das wäre super. Dann können wir euch hochschicken zum Dorf. Fracht ausliefern und dann tun wir nicht unseren Ruf soweit schon mal erweitern, dass wir nächste Folge den Schwefel spätestens ausliefern können. Das Lager ist schon zum Glück relativ voll. Wie schaut es mit euch aus? Ja, schon, das ist gut. Ich kann sonst den hier auch weiter zum Liefern schicken. Und die können das Ganze gut abarbeiten. Das Lager hier drüben ist mäßig. Aber die Kollegen kümmern sich darum, dass wir nicht mehr so viel ausschütten und dadurch wird unsere Gesundheit auch wieder steigern. Wir sind auch nur noch ausgelastet aktuell, was ich super finde. Die Straße haben sie auch gebaut. Ja, geil. Dann wird das Ganze ja schon. Dann wird das Ganze ja schon. Aber dann werden wir uns vielleicht zum Ende hin nochmal eine Riesenaufgabe geben. Weil so wie ich das sehe, sind unsere Ressourcen gleich wieder ready to go. Und wenn die Ressourcen ready to go sind, heißt es Projekte starten. Und ich würde gerne dieses Projekt eigentlich noch in Gang setzen. Deswegen setzen wir das an den Startpunkt. Startpunkt würde ich sogar in dem Fall sagen, ist diese Kachel hier. Wir haben zwar nicht wirklich viel mehr Platz, aber ich kann diesen ganzen Platz eigentlich verwenden und hier unten die Energie abreißen. Wir brauchen halt dann hier schon ordentlich Fläche. Aber ich glaube, am Ende lohnt sich's. Ich vermute es auf jeden Fall. So, Plan ist wie folgt. Dadurch, dass wir jetzt so viele Zugänge haben, setze ich dich hier hin, setze ich dich hier hin. So, erste Rohrleitung geht so, so, so. Zweite Rohrleitung geht so und so. Wie war das? Die innere ging bis. Was machst denn du? Nein. So. Auch direkt ins Hoch. Und angeschlossen. Das sind unsere Zuläufe jetzt. Frischwasser und Dampf und Meerwasser. Wo natürlich. Na, jetzt ist die Sache. Jetzt ist die Sache, die ich gerade nicht bedacht hatte. Ich muss hier eigentlich noch ein Vorvalve einbauen, weil die Masse werden wir nicht immer halten können. Und wir brauchen ein Überlaufventil für den Dampf. Ahahaha. Ich bin ja auch beim Überlegen, wie wir das mit dem Salzwasser machen. Also ich werde auf jeden Fall hier einen Zwischentank einsetzen. Egal was ist. Hier kommt ein Zwischentank ein. So, bei denen ist es ja eh klar. Ihr geht hier, geht nach hier vorne und dann weg. Bei euch würde ich ja sagen, ihr geht genauso wie ihr hier vor, hier hin und dann können wir euch hier, ne, geht gar nicht. Dann machen wir dasselbe mit euch nochmal. Ihr geht hier lang und folgt auf jeden Fall bis nach da vorne. Gut. Die einen führen weiter und die anderen gehen dann hier halt ins. Aber ihr lauft alle falsch rum. Ich brauche hier Pumpen. So. Vielleicht lassen wir auch einfach den Überlauf, das Überlaufventil hier und schicken den Rest dann auf einen Schlag runter. Weil die Sache ist ja, das frische Wasser geht ja direkt wieder zurück in diesen Tank. Bedeutet, ab dem Moment wird hier getauscht. So, Frischwasser habe ich jetzt.
unten. Bedeutet, Frischwasser geht hier hin. Würde ich bis 3 davor schicken. Und dann mal erst hier hin. Dann kommt die andere Frischwasserleitung. Schließt sich an. So, und du gehst dann hier hin, schließt dich hier an. Gehst bis hier vor, zeigst hier ab und gehst dann darunter. Hier ist der Überlauftank dann sozusagen am Ende und ich glaube, damit sind wir dann ganz gut unterwegs. Dann brauchen wir natürlich Wasser und Wasser wird hier wieder frisch schön zugewiesen. Bin ich hier bei, ach, ich bin hier bei Wasser. Oh, Lebensraum überfüllt. Shit, okay. Ihr macht gleich viel, ne? Ja, deswegen. Ich muss nicht gerade gucken, auch wo ich das Salzwasser oder Abwasserrohr reinschicken kann, mindestens. Oder was halt. Ob hier ist mindestens. So, wenn ich mal sage, ich brauche 4 am Ende. 1, 2, 3, 4. Das sind die 4 Flächen, wo wir nichts anderes machen. Bedeutet, wir tun daneben direkt die Wasserpumpen setzen. 1 und 2. So, und das werden wir mit dir. Euch schicken wir jetzt gleich hier weiter. Sollen hier noch Möglichkeiten am Wasser zu erweitern, notfalls? So, und um die Garantie zu halten, nein, das wollte ich nicht. Ah, ich hasse das, wenn das. Wenn es so anfängt wieder zu stückeln, kriege ich wieder einen Anfall. So, okay. Und dann haben wir hier jetzt schon gegen den Rest getauscht. Notfalls kann man da mal sozusagen zur Seite ausweichen, eine Fahrt oder einen Weg drüber machen, was ich vielleicht sogar hier direkt machen werde. Lasst mich mal kurz gucken. Der hat keine 4 Flächen, ne? Der hat nur 3. Wir brauchen 4. Wie breit ist denn das Ding? Wenn wir reden, dass wir das hier hinsetzen. Muss ich das mindestens so breit abreißen? Na, eigentlich muss ich dich eins sogar weiter abreißen. Weil
Nein, ganz fast es nicht. Und ich muss einfach hier anders. Nein. So, und dann kann ich dich hier ausschneiden und reinsetzen. Gut. Jetzt muss ich nur noch das Ganze rüber verbinden und dann hat sich's erledigt. Aber Leute, ich würde sagen, das war wieder mal eine schöne lange Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.